Jo, hi Leute, Skynet hier. Willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir. Ist nun 2 Wochen her, seit ich das Video gepostet habe, dass ich die StarCraft 2 Pause mache. Dabei soll es auch bleiben bei der Pause. Allerdings habe ich mir jetzt ein bisschen Gedanken gemacht, von wegen, wie es weitergehen soll. Wo fange ich an? Ja, zum einen, wie ihr alle wisst, mein Internet ist ja ziemlich schlecht, deswegen konnte ich ja kein StarCraft streamen. Allerdings habe ich das jetzt so weit konfiguriert, dass ich zum Beispiel ältere Spiele oder allein Spiele, die nicht so viel ja, Action beinhalten, sehr, sehr einfach ja, streamen kann. Wo wir auch schon zu dem Punkt von diesem Video kommen, ich wollte euch jetzt einfach mal fragen, wenn ich wieder streamen würde, was würdet ihr euch denn wünschen? Zum einen könnte ich Hearthstone spielen, da habe ich jetzt die letzten 2, 3 Tage mit angefangen. Da wäre ich allerdings noch oder bin ich noch sehr, sehr krass in der Lernphase. Das heißt, ich bin da so ungefähr, wenn man es mit StarCraft vergleicht, quasi Bronze. Bin da quasi am Lernen bei Hearthstone. Und wenn ich das streamen würde, wäre das eher ja, für die Unterhaltung und da könntet ihr euch auch nichts abgucken oder so. Und ich würde quasi dann meine ganzen Ladder-Sessions streamen und ja, mich quasi dabei verbessern. Wie gesagt, das befindet sich alles bei mir noch in der Lernphase. Wie gesagt, Hearthstone wäre die erste Möglichkeit zu streamen. Die zweite Möglichkeit ist ein bisschen komplexer und zwar würde das Ganze sich um Retro-Games drehen. Das heißt, von Konsolen von Nintendo, PlayStation bis zur Nintendo 64 über Super Nintendo hinweg. Diese Konsolen sind alle möglich bei mir zu streamen. Alles, was über das Nintendo 64 hinausgeht, kann ich nicht mehr streamen, da einfach dann ja das ganze Bild verpixelt. Das heißt, wenn ich das Retro-Projekt machen würde, würde ich alte Games streamen, zum Beispiel Resident Evil, die alten Teile 1, 2 und 3 oder Majora's Mask, Ocarina of Time oder Donkey Kong auf dem Super Nintendo, Mario, die ganzen alten Klassiker. Weil es einfach keine Probleme gibt im Stream. Ja, und wie gesagt, der erste Punkt wäre Hearthstone, der zweite Punkt wäre Retro Games. Das Ganze würde dann natürlich nur auf Twitch stattfinden, auf meinem Kanal und nicht auf YouTube. Mein YouTube-Kanal soll für StarCraft bleiben und falls ich irgendwann mal weitermachen werde, möchte einfach ja, meinen Kanal für YouTube, dass es sich nur um StarCraft dreht. Und jetzt ist eure Frage. Jetzt frage ich euch, was hättet ihr denn lieber? Dass ich Hearthstone spiele auf dem Stream oder einfach Retro-Games auf dem Stream. Da würde ich doch einmal bitten, dass ihr da einfach mal in die Kommentare schreibt, was ihr lieber hättet. Und wenn ihr sogar zum Beispiel ein Retro-Game wisst oder gern sehen würdet, könntet ihr das auch gern reinschreiben, dass ich mich da ein bisschen orientieren kann, ja, was ihr wollt. Ich persönlich, ja, mir ist eigentlich relativ egal. Ich habe jetzt Hearthstone gezockt, macht Spaß. Die Retro-Games zocke ich so oder so, die ganze Zeit nebenbei macht mir auch Spaß. Ich würde einfach den Stream anschalten und ja, natürlich mit Webcam und das Ganze auch kommentieren, was ich mache oder ein bisschen was über das Spiel erzählen, wie auch immer, pipapo. Ihr wisst, wie es abläuft. Gut, schreibt es in die Comments, lasst mir sonst einen Kommentar da, was ihr davon haltet oder was ihr sehen wollt. Ansonsten, ja, würde ich sagen, ich warte mal ab, was ihr schreibt und ja, sag mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.